Arschloch und in dem Bereich einmalig. Ich schieße zwar nicht auf Mitleid, doch ich liebe Theatralik. Ich weiß, er wird mich fragen und ich bin darauf vorbereitet, warum ich keine Leistung bring und die Firma drunter leidet. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Dann furze ich laut und gähne. Sie bemerkt dann ganz enttäuscht, es mangelt mir ganz schön an Hygiene. Bin ich ein bisschen erschrocken wegen deiner Spielungsweise, dann singe ich auf einmal plötzlich ganz schön scheiße. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. So, und um zu beweisen, wie pazifistisch wir sind, entführe ich euch jetzt in unsere Waffenkammer des Friedens. Ja. Das Ganze beginnt ja schon eigentlich einen Schritt vorher. Das ist die Waffenschmiede des Friedens. Ja. Wir haben uns gedacht, okay, wir nehmen einfach mal grundelementarisch die Pistole zur Hand. Alle nehmen wir bitte zusammen grundelementarisch die Pistole zur Hand. Ja. Man hört schon ganz deutlich raus, es ist einfach nur eine Pistole. In Wirklichkeit, und auf drei, das lauteste Peng von allen, das dieser Park jemals gehört hat. Also, eins, zwei, drei. Das ist nicht schlecht an sich, aber jetzt kommen wir mit unserer Waffenschmiede des Friedens, Freunde. Und zwar haben wir uns einfach ein kleines weißes Täubchen gegriffen, ein bisschen auf Korianderblüten rumgeklöppelt und es entstand die Pistole. Ist etwas anders als die Pistole. Fängt ähnlich an, wir strecken alle nochmal das Ding nach oben, klappen den Daumen ein, spreizen die beiden übrig gebliebenen Finger wie geile Schenkel im Wind. Und ihr seht schon, was ich meine. Ein lautes Peace bitte von allen auf drei. Eins, zwei, drei. Peace! Und wenn jetzt hier nicht Frieden herrscht und auf dem Heimweg und überhaupt und wenn nicht alle zusammen kuschelnd davonschreiten, dann weiß ich auch nicht. Freunde, die pazifistische Endstrophe jetzt hier von uns, den Monsters of Liedermaching. Ja, ja, der Pazifist. Ja, keine Ahnung. Und wenn ein General mich fragt, wie es für mich wäre, fürs Vaterland zu töten, ich bekäme auch Schießgewehre, dann sag ich, geht nicht klar! Denn das Schicksal traf mich hart und mir fehlt schon von Geburt an, was wohl deiner einer. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Ich hatte nie ne Mutti, wirklich keine Mutti, für sowas nie ne Mutti, keine Motivation. Keine Motivation, keine Motivation. Ja, und die beiden Kommas hier neben mir, das sind übrigens Leute von Truckstop, die wir engagiert haben. Die haben das richtig gut gemacht. Vielen Dank nochmal, einen großen Applaus für die beiden Oberkommas, bitte! Das haben sie wirklich verdient. Das nächste Lied hat keinen Applaus verdient, es ist ein Lied über Türen. Viel Spaß dabei. Es gibt so viele Songs, die handeln von diversen Tieren oder vom Besaufen oder Legalisieren. Höchste Zeit, jetzt auch mal einen Song zu präsentieren über meine Leidenschaft, mein Steckenpferd sind Türen. Türen wird sich jetzt so mancher von euch sicher fragen, hat der Tote wieder mal den Wodka nicht vertragen? Auch wenn ihr denkt, ich sollte einen Psychiater konsultieren, Leute, meine Leidenschaft sind nun mal eben Türen. Türen gibt's, oh Mann, oh Mann, so viele noch und nöcher. Das hat auch seinen Sinn, sonst gäb's ja höchstens Mauerlöcher. Türen sind zu toll, denn wenn ich es recht überlege,
öffnen sie, dir öffnest du sie immer neue Wege. Türen kannst du aufmachen, dann lässt du meist jemand rein. Doch lässt du sie zu, ist das dann für den anderen? Nein! Richtig, Fensterfetischisten werden mich wohl nie verstehen. Doch Fenster sind auch Türen, nur kann man durch sie auch sehen. Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinge bis zu den Scharnieren. Egal aus welchem Material, ich liebe nun mal Türen, wenn sie funktionieren. Sie spielen. Schon als Kind bemerkte ich, meine Leidenschaft sind Türen. Ich konnte mich alsbald für nichts sonst mehr interessieren. Ich sah zum Beispiel Western wie den Ölprinz und High Noon. Einzig und allein wegen der Schwingtür vom Saloon. Da ist ja der Pontial-Vampir wieder. Auch bei Ikea spielte ich nie im Kinderparadies, weil ich nicht war unter Geschrei, Drehtüren verließ. Ja, in der Schule war ich schlecht, aber ich konnte nichts dafür. Ich baute dauernd Mist, weil dann durfte ich vor die Tür. Und in der Pubertät bekam ich meinen ersten Ständer. Für eine Türchen von meinem Adventskalender. Musik war nicht so meine Sache, wollte ich selten hören. Inspirieren konnten mich echt nur die Doors und Ouvertüren. Apropos Musik, mein Lieblingssong ist sowieso Türlich, türlich, sicher, Digga. Das Lied von Bo. Liedermacher wollte ich nie sein, ich wollte dafür eher eine Arbeit als Märtyrer, gerne noch als Türsteher. Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinge bis zu den Scharnieren. Egal aus welchem Material, ich liebe nun mal Türen, wenn sie funktionieren. Wenn nicht, kann man sie spielen. Tja. Jetzt bin ich Liedermacher. So läuft's im Leben. Wer seufzt im Leben? Wer schafft schon sein Traumziel? Man trifft immer hart daneben. Ich habe mich damit auch abgefunden. Es tut nur manchmal weh, wenn ich so zu Hause allein auf die WC-Tür sehe. Und Frau. Mann, ihr wisst doch weg, weil sie mir echt grollte, dass ich niemals Sex, sondern bloß Tür aufhalten wollte. So bleibt mir nichts, als ganz allein durch mein Leben zu pirschen. Ach, irgendwo gibt's auf der Welt für mich ein Hintertürchen. Tja, ich mach mein Geld, muss bloß dafür singen. Für einen Urlaub nach Sachsen, das liegt gleich bei Thüringen. Frisst es um mein Leben und ich geht wieder an Lüren. Sparsam und frugal bei Wasserbrot und Konfitüren. Also Leute, macht's mal gut, wir sehen uns im Gerangel. Können ja mal ein paar Worte wechseln, auch ohne Tür und Angel. Sollte das nicht klappen, hoffe ich trotzdem, ich gehöre irgendwann zu euch, zu Dresdens Haute Couture. Türen, Leute, Türen, meine Leidenschaft sind Türen. Ich liebe Türen von der Klinge bis zu den Scharnieren. Egal aus welchem Material, ich liebe nun mal Türen. Doch wenn ihr Monsters mögt, bitte jetzt laut applaudieren.